بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Ich möchte jetzt zuerst noch deutsche Übersetzung davon lesen, und zwar die vom Amir Zaidan. Das gottgefällige Handeln liegt nicht darin, dass ihr euch mit dem Gesicht in Richtung des Ostens und des Westens wendet, sondern das gottgefällige Handeln ist, dass man den Iman an Allah, an den jüngsten Tag, an die Engel, an die Schrift und an den Propheten verinnerlicht, sowie das Vermögen, trotz der Liebe dazu, den Verwandten, den Weisen, den Bedürftigen, dem in Not geratenen, Reisenden, den Bittenden und für die Unfreien gibt und das rituelle Gebet ordnungsgemäß verrichtet und die Zakat entrichtet. Dazu gehören auch die Einhaltenden ihrer Verträge, wenn sie solche abschließen, und die Duldsamen in bitterer Armut, in Krankheit und bei Gewalt und beim Gewaltantun, denn diese sind diejenigen, die wahrhaftig sind, und diese sind die wirklichen Muttaqi. Ich habe das eigentlich erst am Schluss verteilt, aber trotzdem, jetzt will man immer wieder auf die Sache zurückkommen. Kannst du mal weitergehen? Und du kannst gerade zwei mehr, eine dafür melden. Okay. Also nochmal, was ist Thema? Heute ist das Thema, dass wir anschauen wollen, was gut sein, oder wie definiert Islam ein guter Mensch? Also wer ist gut gemäß Allah, gemäß Koran, gemäß Islam? Und zu Beginn von der Aya sagt Allah, Ta'ala, sein Gesicht nach Westen oder Osten zu wenden, genügt nicht, um gut zu sein. Also mit dem heißt es, dass es zwischen den Zielen eigentlich seit Allah da. Also wenn man gut sein will, braucht es mehr, als nur nach Westen und Osten zu schauen. Wieso fängt jetzt Allah die Aya an, mit dem Vergleich nach Osten oder Westen zu schauen? Was soll überhaupt daran gut sein? Wie kann man überhaupt auf die Idee kommen, dass gut sein langt, wenn man nach Osten oder nach Westen schaut? Nachdem war ja die lange Einleitung. Wir haben ja vorher von der Kübel geredet, dass man sich an eine bestimmte Richtung wenden muss. Allah fordert die Muslime in verschiedenen anderen Orten auch noch an, dass sie sich gegen die Kaaba wendet. Also, es ist wichtig, die Gebetsrichtung. Aber die Gebetsrichtung allein langt nicht. Da kommt dann wieder der Gegensatz zu den Juden. Eben die Juden haben plötzlich ein Problem daraus gemacht, dass jetzt die Gebetsrichtung geändert worden ist. Die Gebetsrichtung ist schon wichtig. Aber wenn es nur das ist, dann sind wir eben wieder beim Heucheln, bei der Heuchlerei. Also wenn nur noch gewisse Sachen wichtig sind und alles andere drumherum vergessen wird, dann ist es nicht mehr gut. Also, Allah sagt,
einfach nach Westen oder Osten zu schauen. Wieso Westen und Osten? Weil je nachdem, wo man auf der Welt ist, ist die Kugel mal im Osten oder mal im Westen. Also die Richtung allein, das langt nicht. Und nachher kommt in dieser Aja eigentlich die ganze Auflistung, eben was denn noch dazu gehört, damit man ein guter Mensch ist. Also die ganze Aja ist nachher nur eine Auflistung, was ein guter Mensch macht oder wie man durch welche Taten man einen guten Mensch erkennen kann. Und wenn uns jetzt also jemand fragen würde, wie definiert sich ein guter Mensch im Islam, dann wäre die Antwort die Aya. Das war also Surat al-Baqarah, Aya 177. Das Wort gut oder das Gute ist hier El-Bir. Bir leitet sich ab von einem anderen arabischen Wort, wo Bar heisst. Und Bar heisst Land. Und zwar Land im Gegensatz zu Wasser, also zum Meer. Was hat das jetzt mit gut zu tun? Im Meer sind wir eigentlich unsicher. Oder im Meer kann man vertrinken, im Meer ist es gefährlich, im Meer haben wir kein festes Boden unter den Füßen. Also ist Meer eher das etwas Schlechte. Und im Gegensatz dazu, wenn man also auf dem Land ist, ist man im Guten, da kann einem nichts passieren, weil man eben ein festes Boden unter den Füßen hat. Also so ist es ein bisschen hergeleitet, wie das Wort Bier oder wieso Bier gut heisst. Und da haben wir wieder eine schöne Parallele zu der Surat al-Asr. Wir haben ja vorher dort auch schon von Vertrinken geredet, beziehungsweise ein Beispiel gebracht, dass man im Verlust vertrinkt. Oder dass der Mensch eigentlich, oder jeder einzelne Mensch im Verlust vertrinkt, außer die, die Gutes tun. Und dann haben wir definiert, was gut ist, was das ist. Und da tun wir das ein bisschen detaillierter anschauen. Jetzt, welche Art von Gut ist denn gemeint? Oder welche Art von Gutsein ist gemeint? Also Allah redet da von das gottgefällige Handeln. Also in der Beschreibung ist also der bestimmte Artikel benutzt. Also das gut handeln. Das muss man so verstehen. Also mit dem ist nicht einfach gutes Handeln schlechthin gemeint. Sondern das gut handeln. Das ist also das Gleiche, wenn ich jetzt zum Beispiel rede oder etwas behaupte wie der Fußball, das ist Messi. Also Lionel Messi ist der Fußball. Was heisst das? Also ich tue eine unbestimmte Idee, nämlich das Fußballspielen, tue ich irgendwie personifizieren mit dem Messi, mit dem Lionel Messi und sage, das ist Fußball. Also wenn ich an Fußball denke, kommt einem gerade Messi in den Sinn. Interessanterweise habe ich jetzt gerade erst gestern gelesen, jetzt kommt scheinbar der Gilbert Gress, ich weiß gar nicht, ob ihr den kennt, bekommt jetzt eine eigene Sendung über. Und dann ist aber gestanden, die Frisur kommt zurück. Oder das Comeback der Frisur. Wieso? Weil er so eine spezielle Frisur hat. Also mit die Frisur ist gemeint, der Gilbert Gress. Also das ist etwas, was heutzutage also auch angewendet wird, dass man mit, indem man etwas personifizieren, eigentlich mit dem, was eine Idee indem man eine Idee personifiziert, man sagt, dass das ist eigentlich das Sinnbild für Frisur. Oder das ist Sinnbild für Fußball. Und da geht es um das Gute. Also das, was jetzt hier kommt, ist nicht einfach nur gut, sondern das Gute an und für sich. Also das Gute selbst. Das Gutsein selbst. Also der höchste Level vom Gutsein, von dem reden wir jetzt. Also Allah sagt, das soll ich die Brille wieder abziehen, das gottgefällige Handeln ist, also eben nicht gottgefälliges Handeln ist das und das und das, sondern das gottgefällige. Also mit dem ist eigentlich wirklich die höchste Stufe gemeint von dem, wie man gut sein könnte. Das heisst, man kann auch, also Menschen zum Beispiel, die dann das nicht tun, was jetzt kommt, können auch gut sein. Und das ist genau das, was man vielmals hört, dass jetzt ein Kafir kommt oder dass man von Christen sagt, ja, aber die sind ja auch gut, können wir die jetzt ins Jahannam oder so? Gut sein, gibt es verschiedene Arten von gut sein. Sie sind schon gut, aber sie sind einfach, sie sind nicht das vollständige Gutsein verkörpern. Sie haben einfach einen Teil vom Gutsein, den sie umsetzen, aber das Wesentliche vom Gutsein, also die Gesamtheit, also das Ganze,
was es braucht, damit man wirklich gut ist im vollen Umfang, das geht nur, wenn all das, was jetzt kommt, ausgeführt wird. Tönt jetzt ein bisschen kompliziert, aber versteht ihr, was die Idee ist? Also wir reden jetzt nicht von einem guten Mensch im Durchschnitt, sondern was ist einfach das Bestmögliche? Was ist das Gute? Das Gutsein. Und das ist jetzt das, was Allah da beschreibt. Also wenn man wirklich gut will sein, so, und das ist das, was Allah auch will, das ist das gottgefällige Tun und das fängt an mit Iman. Und zwar wieder Iman an Allah. Und jetzt werden wir immer wieder Parallelen gesetzt zu der Surat al-Asr, wo wir ja auch angefangen haben mit Iman. Also alle die sind verloren, außer die, die Iman haben. Dort ist Iman nicht neu definiert worden, aber da kommt jetzt Iman an Allah. Also dass man überhaupt fähig kann sein, gut zu sein, im vollen Umfang, im vollen Ausmaß, bedingt das, dass man überhaupt mal Iman an Allah hat. Also man kann nicht wirklich gut sein, wenn man nicht weiß, wer sein Schöpfer ist, woher das man kommt und was von einem verlangt wird. Es geht nur dann, dass man die volle Leistung bringt, wenn man auch genau sein Pflichtheft kennt. Also wenn man weiß, von wem, also wer etwas erwartet. Weil nur dann kann ich auch eine bestimmte Erwartungshaltung erfüllen. Also das Allererste, damit man gut sein kann, ist das Iman an Allah. Und nachher kommt dann gerade Iman an Allah und dann an den jüngsten Tag. Der jüngste Tag ist was? Oder die Abrechnung. Also im Prinzip haben wir hier den Link zum, also zuerst haben wir Iman an Allah und dann der Iman oder die Überzeugung, dass es nach dem Tod weitergeht und dass man für all das, was wir gemacht werden, mal irgendwann zur Rechenschaft gezogen wird. Thema ist guter Mensch. Was ist ein guter Mensch? Also wieso kommen jetzt gerade die zwei Sachen zuerst? Weil das unsere Hauptmotivatoren sind, um überhaupt gut zu sein. Also wieso muss ich gut sein? Oder wieso soll ich überhaupt gut sein? Wieso soll ich überhaupt ein guter Mensch sein? Und der erste Grund, warum ein Mensch eigentlich gut sein sollte, ist der Iman an Allah. Also wenn ich weiß, ich bin erschaffen worden von Allah, Allah hat mich eben erschaffen, hat mir alles gegeben, hat mir all das, was ich brauche, was ich will, hat er mir gegeben und ermöglicht, dass ich so viele Sachen machen kann. Also allein schon aus Dankbarkeit für all das, was man bekommen hat, sollte eigentlich das schon lange, dass es als Grund zum Gutsein. Also da braucht ich eigentlich gar nicht irgendwelche anderen Gründe, warum soll ich ein guter Mensch sein? Also der Iman an Allah müsste eigentlich lange. Für die aber, die vielleicht nicht so viel Iman haben oder das eben nicht lange, gibt Allah uns eben noch eine zweite Motivation, nämlich das Leben nach dem Tod. Und was ist das? Das ist eigentlich die Belohnung. Im Prinzip kann man gute Sachen machen, weil man für das eine Belohnung erwartet. Also man kann sagen, ich mache das und das, weil ich weiß, für das gibt es Jannah. Ich mache das und das, weil ich weiß, für das gibt es 10 Pluspunkte. Ich mache das und das, weil ich weiß, das hat einen hohen Wert bei Allah. Oder ich mache das und das nicht, weil sonst müsste ich ins Jahannam gehen. Ich mache das und das nicht, weil sonst würde ich das Höllenfeuer spüren. Also die Belohnung oder Bestrafung ist ebenso eine Motivation fürs Gutsein, wie das Bewusstsein, dass es Allah gibt. Und wenn man jetzt einen fragt, ja, wieso machst du Salat zum Beispiel? Und er sagt, ja, ich mache Salat, weil ich nicht ins Jahannam gehen will. Dann können wir eben nicht sagen, ja, aber das kann doch nicht sein, das kann doch kein Grund sein. Weil es kann eben, doch, sagt Allah, das kann ein Grund sein, doch. Der Iman an Allah sollte zwar vielleicht an erster Stelle kommen, aber ebenso möglich ist es, dass wir etwas machen, eben aus Angst vor dem Jahannam. Oder wir können auch ein Salat machen, auf die Hoffnung, oder weil wir wissen, dass es für das als Belohnung Jannah gibt. Wir können auch Salat machen aus Liebe zum Prophet, weil er uns das empfohlen hat.
Und es gibt also verschiedene Möglichkeiten, wie wir uns motivieren oder was ein Grund für uns ist, zum gut zu sein. Das wäre also Iman an Allah und Iman an den jüngsten, an den Tag des jüngsten Gerichtes oder Iman an den jüngsten Tag. Und jetzt kommt an die Engel, an die Schrift und an die Propheten. Und das haben wir letztes Mal auch schon gesagt, die drei Sachen kann man eigentlich zusammenfassen in einem Wort, nämlich die Botschaft. Und das Ganze hat eine bestimmte Sequenz, also Allah, der Tag des jüngsten Gerichtes, die Engel, die Schrift und die Propheten. Jetzt haben wir selber den Fall verloren. Sequenz, wie erkennen wir die? Wir sagen jetzt, als Grund für, oder Motivation zum Gutsein langt das Bewusstsein an Allah, der Iman an Allah und Angst oder Freude auf Belohnung bzw. Bestrafung. Und für das müssen wir gut sein. Okay, jetzt haben wir mal akzeptiert, wir müssen gut sein, aber wie müssen wir gut sein? Oder was ist gut sein? Ist das etwas, wo jeder Mensch das Gleiche darunter versteht? Was ist gut sein? Eben manchmal sagen wir, ich bringe meistens als Beispiel dann eben einer alten Frau über die Straße helfen. Ist das gut oder ist es nicht gut? Allah hat den Menschen so erschaffen, dass die Grundzüge vom Gutsein eigentlich jedem Mensch drin sind. Dass jeder Mensch weiß, zum Beispiel, Stellen ist schlecht, Lügen ist schlecht, oder man soll ehrlich sein, man soll nicht lügen, oder was gibt es noch für Sachen? Man soll nicht töten und betrügen. Also eigentlich ist bei der Basis, also bei so grundlegenden Sachen, hat eigentlich jeder das gleiche Verständnis über das, was gut ist und was schlecht ist. Und das ist eigentlich eine Gabe von Allah, wo er jedes Mensch hineingeht. Es gibt auch zum Beispiel eine internationale Moralvorschrift, also wie man sich verhalten soll, also international, so Kriegsregeln oder so Sachen, wo auf internationaler Ebene zum Beispiel beschrieben wird, was eigentlich gut ist oder wie man sich verhalten soll, damit etwas korrekt ist. Also so Sachen gibt es. Aber sobald irgendwie die Norm verloren wird oder sobald es um etwas Kompliziertes geht, hat dann jeder eine andere Vorstellung von gut sein. Wenn ich jetzt sage, man muss gut sein zu seiner Mutter, haben wir dann alle die gleiche Vorstellung. Also wie ist man gut zu seiner Mutter? Der eine die sagt, ich schreie sie zwar an, aber immerhin, ich hau sie nicht. Und wegen dem bin ich gut zu meiner Mutter. Und der andere liest alles, was die Mutter sich wünscht, schon von ihren Augen ab und macht das und sagt, das ist gut. Jetzt haben wir so zwei Extreme. Also, wie verschiedene Sachen können wir nicht klar sagen, was ist gut oder was ist nicht gut, weil es ist individuell unterschiedlich. Wir haben sogar den Fall, dass viele Terroristen, zum Beispiel, wenn sie im Gefängnis sind, dass sie dann behaupten, sie sind zwar im Gefängnis, aber eigentlich haben sie etwas Gutes gemacht, sie haben den Menschen etwas Gutes wollen tun, sie wollen helfen. Und das kommt jedem billigen Actionfilm am Schluss auch. Also der Bösewicht, der alles kaputt machen will, kommt am Schluss, kurz bevor das große Finale kommt, hat er seinen Auftritt, wo er eigentlich sich rechtfertigt, warum er das, was er macht, überhaupt macht. Und immer hat er einen guten Grund, dass er denkt eigentlich, dass er etwas Gutes tut. Und auch jetzt zum Beispiel heute haben wir Dings geschaut mit dem Furkan, die Avengers, genau. Der auch, der will 20 Millionen Menschen umbringen. Aber er sagt, das lohnt sich, weil nachher geht es der ganzen Menschheit viel besser, der restlichen. Also er macht etwas Gutes, indem er 20 Millionen Menschen umbringt, weil den anderen paar Milliarden geht es dann dafür viel besser. Also gut sein ist in dem Fall doch nicht so eindeutig, sodass es eigentlich muss erklärt werden. Und genau das macht Allah. Also wir wissen über Allah
Oder Allah, der, der uns erschaffen und der, der das Gutsein auch definiert und uns eigentlich mitteilen, was gut ist, indem er die Botschaft eben den Engel gibt, den Engel die Botschaft in Form von Büchern der Propheten weitergeben und die Propheten eigentlich die lizenzierten Lehrer sind, die dürfen uns oder die sollen uns das Wissen nachher weitergeben. Zum Beispiel wären wir von alleine nie fähig, sie herauszufinden, dass es gut ist für uns, 5-mal am Tag Salat zu machen. Wir hätten da nie von alleine können auf die Idee kommen, dass beim Salat al-Maghrib, wo wir jetzt gerade gemacht haben, dass das Fars 3 Rekat haben soll. Dass das gut ist. Oder wie viel Prozent Zakat sollen wir zahlen? Oder? Also Allah sagt, Zakat zahlen ist gut. Und über den Propheten erfahren wir dann auch noch Details wie. Und dass nur Propheten dürfen uns eigentlich definieren, was Allah wie meint, das ist eigentlich auch noch ganz gut. Wir haben zum Beispiel ein anderes Beispiel im Christentum, wo es noch den Papst gibt. Und alles, was der Papst sagt, ist eigentlich Gesetz. Und gemäß Christentum ist alles, was der Papst sagt, eigentlich auch göttlicher Herkunft. Also wird das auch nicht bezweifelt und niemand darf das kritisieren. Das ist im Islam nicht so. Nur was Allah sagt, ist fix. Aber wenn ein Imam etwas sagt, was falsch ist, dann dürfen wir das sehr wohl, dann müssen wir das sogar kritisieren und versuchen zu korrigieren. Weil die Imame sind normale Menschen, die auch Fehler machen können und auch tun. Sogar Propheten sind nur Menschen und auch Propheten können Fehler machen. Nur bei den Propheten tun nicht mehr Menschen sie korrigieren, sondern Allah korrigiert sie. Und über das haben wir ja schon ein paar Mal gesprochen. Es gibt im Koran auch so Beispiele, wo Allah den Propheten korrigiert. Zum Beispiel bei Surat al-Abese, wo er den blinden Mann links liegen lassen hat, anstatt ihn ernst und mit ihm zu reden. Und Allah ihn dann gerade eigentlich zurechtweist mit der Aya. Also was gut ist, definiert Allah. Und das Wissen über das Gutsein bekommen wir über Engel, Bücher und Propheten. Nur, dass da nicht Bücher steht, sondern Buch. Also wir haben Mehrzahl bei den Engeln und auch bei den Propheten, aber nachher beim Buch eigentlich nur noch Einzahl. Warum? Und das ist aber nie ein Zufall. Und manchmal liest man es einfach und schaut, man überlegt sich gar nicht genau, hat das eine Bedeutung oder nicht. Aber im Koran hat alles eine Bedeutung. Dreifach hat eine Bedeutung. Eben, ob es Mehrzahl, ob es Einzahl ist, ob es Vergangenheit ist oder ob es Präsenz ist. Beim Buch reden wir von einem Gesetzbuch, aber eigentlich gibt es ja verschiedene Bücher, die wir Iman haben müssen, nämlich der RN4. Und trotzdem wird auch nur von das Buch geredet. Weil es geht um die Richtlinie für uns, was ist das Gute. Und es ist immer das letzte Buch, das gekommen ist, das gültig ist. Also mit jedem neuen Buch wird eigentlich die Gültigkeit der älteren Bücher aufgehoben. Deshalb ist hier nur noch von einem Buch geredet, nämlich vom Koran, wo das letzte gekommen ist. Das heisst nicht, dass es Tora und Injil oder Zebur nicht gegeben hat, sondern denen ihre Gültigkeit ist jetzt aufgehoben und die Definition gut sein, muss ich im neuesten, im letzten Buch noch schauen, im aktuellsten, und das ist der Koran. Und wegen dem ist hier das Buch, wird von das Buch beginnt mit Iman. Mit Iman an Allah und an den Tag des jüngsten Gerichtes. Und wie das gut sein soll, erfahren wir eigentlich durch die Botschaft, was man im Koran findet. Botschaft im Koran, aber auch natürlich in der Sunna vom Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Und jetzt kommen eigentlich die Listen, was ist überhaupt eben gut sein. Und das Erste, was jetzt kommt, ist, dass sie vom Vermögen, das sie haben, geben. Und das ist noch ganz interessant, und da hat es hier einen Einschub, trotz der Liebe dazu. Also wenn ich spende, wenn ich zum Beispiel etwas, wenn wieder Kleider gesammelt werden und ich gebe jetzt einfach meine ältesten Kleider, die ich eh nicht anlege, ist das nicht das Gleiche, wie wenn ich die neuesten, die schönsten Kleider, die ich erst gerade vielleicht zum letzten Eid bekommen habe, wenn ich die gebe. Also im Prinzip soll man das geben, was einem wertvoll ist. Das hat mehr Wert. Es heisst ja auch in einem anderen Hadith, dass man eigentlich für seinen Brüder, also für seinen Glaubensbrüder, das wünschen soll, was man für sich selber liebt. Und sonst kann man eigentlich nicht von Iman reden. Das spielt da das auch rein.
Also, man gibt, man teilt von seinem Vermögen. Aber wem gebe ich? Jetzt kommt das Erste. Hier bei der deutschen Übersetzung steht die Verwandten. Aber wenn man das Arabische anschaut, dann heisst es Karib. Das sind eben die Nahen. Das ist das, was du vorher gefragt hast, Büscher. Wer sind das, die Nahen? Das sind klar die Verwandten, aber das können auch, auch Freunde sein. Das ist einfach dein Umfeld, eigentlich, dein direktes Umfeld. Also zuerst gehst du in der Nähe. Das haben wir in der Surat Al-Asr auch schon gesehen. Also wenn wir Tewasa bil Haqq machen und Tewasa bil Sabr, machen wir ja das auch nicht irgendwo bei den am weitesten entfernten Leuten, sondern man macht das bei denen, die einem nahe sind. Das ist aber manchmal fast schwerer, als wenn man es zu Fremden macht. Also, wir haben das mal besprochen, dass es schwer ist, wenn man zu den eigenen Verwandten muss die Wahrheit sagen muss. Aber auch das Gehen zu den eigenen Verwandten kann manchmal schwer sein, dass man einfach sagt, oh, wieso soll ich jetzt meinem lieblichen Bruder geben? Ich gebe es lieber jemandem, der es braucht. Aber Allah sagt, das Gute fängt in dem an, dass ich meinen Verwandten, also denen, die mir nahe sind, gebe. Und das möchte ich unterstreichen, da steht nichts von den armen Verwandten, sondern einfach den Verwandten. Ich teile von dem, was ich kann, mit meinen Verwandten. Denn ich teile von dem, was ich kann, mit den Weisen. Auch da steht nichts davon, dass es jetzt arme Weise sind oder irgendwie bedürftige Weise, sondern es sind einfach Weise. Wie erkennen wir, ob jemand ein Weise ist? Sind die ja geschrieben? Nein, wenn man zuerst mal in Kontakt hat mit anderen Menschen. Genau. Das ist eigentlich das, was hier auch noch zwischen den Zielen steht. Damit ich überhaupt weiß, wer ein Weise ist, das heisst, ich muss in meinem Jamaat, in der Umgebung, wo ich lebe, in der Gemeinschaft, wo ich bin, mit den Leuten in Kontakt treten. Ich muss mit denen reden. Ich kann mich nicht einfach abschotten und sagen, ja, alles andere interessiert mich nicht. Also ich gehe auf die Leute zu, ich versuche, in Erfahrung zu bringen, wer sie sind, was sie brauchen, ob, sie eben, ob ihnen etwas fehlt. Wenn ich mit denen rede und mich ein bisschen informiere, dann nur dann kann ich herausfinden, ob ich überhaupt Weise in meinem Umfeld habe. Und machen wir das nicht, kommen wir zur Moschee nur zum Salam machen und nachher gehen wir alle wieder. Dann weiß ich ja gar nicht, was für Menschen in der Moschee sie sind und ob es da irgendwelche Bedürftige gehabt oder irgendwelche Weise gehabt oder nicht. Und dann kann ich denen auch gar nicht geben. Also wenn ich geben will, und das ist ja eine Bedingung zum Gutsein, muss ich also auch mit den Menschen in Kontakt treten und mich für sie interessieren. Weil sonst kann ich gar nicht entdecken, wer weiss ist. Und das ist ja eben nach dem Iman ist das Zweite. Also ich gebe den Verwandten und ich gebe den Weisen. Und erst jetzt an dritter Stelle kommen die Bedürftige. Und mit Bedürftig ist da gemeint, Leute, die also in einer Notsituation geraten sind, aber nicht aus eigenem Verschulden oder so, sondern also es sind vielleicht Leute, die keine Arbeit haben, die also kein Geld haben, aber nicht, weil sie nicht arbeiten wollen, sondern weil sie keine Arbeit finden, das wirklich nicht. Sie suchen, aber finden nicht. Also bedürftig heisst da nicht unbedingt, ja, ich sitze jetzt einfach und nur betteln und möchte Geld haben, aber ich versuche gar nicht erst auf eigene Art und aus eigener Kraft heraus mich zu befreien, sondern ich kann nicht, weil ich vielleicht ein körperliches Gebrechen habe, vielleicht bin ich krank, vielleicht bin ich zu alt oder irgendetwas. Also das sind die Bedürftigen. Und die kommen erst an dritter Stelle. Und nochmal, auch da müssen wir merken, das sind Bedürftige, die sagen nicht von sich aus, hey, ich bin bedürftig. Also heisst es auch da, damit ich einen Bedürftigen erkennen kann, muss ich mit den Leuten reden, ich muss mich um meine Gemeinschaft, um meine Gemeinde kümmern, ich muss mich interessieren, ich muss herausfinden, wer was ist. Also nur dann kann ich herausfinden, wer ist bedürftig. Und dann kommt da dem in Not geratenen Reisenden. Das ist heute vielleicht auch ein bisschen weniger häufig da bei uns, aber eigentlich, wenn einer ein Reisender ist, dann sollte man viel mehr so Leute bei sich beherbergen, versuchen, sie nicht in ein Hotel zu schicken oder sagen, ja, muss selber schauen, sondern dass man die eigentlich bei sich aufnimmt und sie bewirtet. Aber es muss schon mobilisiert werden. Steht nicht.
steht noch nicht vom Mumin. Wenn du natürlich nur mit Mumin zusammen bist, dann wirst du wahrscheinlich in erster Linie die sehen und die treffen, die bedürftig sind oder die auf der Reise sind, die Mumin sind, und dann machst du es mit Mumin. Aber es ist nicht eine Voraussetzung. Sonst würde das hier stehen, sonst würde es heißen, mit den Mumin-Reisenden. Also, aber vorher haben wir immer noch von unserer Gemeinde geredet und so weiter. Also ist das eher muslimisch. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auch meinen Nachbarn als Teil von meiner Gemeinde nehme, dann kann das durchaus sein, dass das kein Muslim ist. Und wichtig wäre es jetzt wieder, ich kann auch nicht bestimmen, sondern der Vater. Also, müsste ja wissen, wie es verständlich ist. Ja. Ja, jetzt bei dir, bei deinem Fall, ja. Aber das sind ja generelle. Aber du kannst auch jemandem, zum Beispiel einem Reisenden helfen, ich weiß jetzt auch nicht, das muss ja nicht unbedingt sein, dass man ihn bei sich aufnimmt. Oder eben, dass man überhaupt sagt, schau mal, es ist jemand da, und dass man dem Vater überhaupt Bescheid gibt, vielleicht hat es der Vater gar nicht herausgefunden. Also es gibt da verschiedene, da wirst du ja nicht jeden Einzelnen angemeint, dass vielleicht wirst du ja gar nicht einen Reisenden treffen. Also wie oft haben wir da Reisende? Wir haben schon manchmal. Aber wir fragen gar nicht, du. Also letztens sind da drei von Spanien. Sie haben Geld gesammelt für eine Moschee, die sie bauen oder gekauft haben in Granada. Aber kein einziger von uns hat gefragt, wo schläfst du jetzt Nacht? Und eigentlich wäre das eigentlich unsere Pflicht. Wir haben jetzt gedacht, oh, wir haben ihnen ein bisschen Geld gegeben, wir haben schon viel gemacht. Und dann sind sie alle ganz stolz eingegangen wahrscheinlich und gedacht, oh, wir haben jetzt Geld gespendet. Aber eigentlich, dass es Geld gibt, ist mal sicher auch etwas. Aber wäre eigentlich auch unsere Pflicht zu fragen, du, ja, wo schläft ihr? Was essen ihr? Wissen Sie überhaupt, dass die das Fleisch, das die dessen haben, vielleicht müssen wir da, weißt, eben, dass wir uns um sie kümmern. Das muss nicht unbedingt heißen, wir nehmen sie mit heim. Aber wir sorgen uns um sie. Wir teilen mit ihnen. In irgendeiner Form. Und jetzt erst kommt der Bittende. Also der, der um Hilfe bittet. Und am Schluss kommen noch die Unfreien. Da wird das mit unfrei übersetzt, aber eigentlich heisst es, das sind Leute, die eine Fessel um den Nacken haben. Das muss nicht unbedingt ein Sklave sein, wird häufig aber als solches übersetzt. Aber es kann auch einfach sein, wo einer, der eine riesige Schuld hat, zum Beispiel, wo er nicht abzahlen kann oder so, das ist auch wie eine Fessel. Also man kann auch andere Arten von Fesseln haben, die einem in eine Notsituation bringt. Und auch dort gilt, so, das erkennst du natürlich nur, wenn die Leute kennenlernst und wenn dich mit den Leuten auseinandersetzt. Weil sonst erkennst du sie nicht. Weil es ist für viele, also für einen, der wirklich in Not ist, gibt es glaube ich nichts Schlimmeres, als zu sagen, ich bin in Not, bitte hilf mir. Und die meisten, die in Not sind, geben irgendwelche Hinweise. Wir erkennen sie nicht oder wollen sie nicht erkennen. Manchmal erkennen wir sie schon, aber gehen einfach nicht darauf ein, weil dann klar werden würde, oh, jetzt muss ich eigentlich helfen und das wollen wir vielleicht nicht. Aber wichtig wäre, dass wir jemandem helfen, ohne dass er seine Würde verliert. Das heisst, wir dürfen nachher auch nicht rumprallen, der hat so viele Probleme, aber ich habe ihm geholfen und so. Sondern, dass man alles macht, indem man die Würde vom Bittenden oder eben vom Nichtbittenden, von dem, der Not hat, dass man die tut wahren. Und erst jetzt kommt und das rituelle Gebet ordnungsgemäß verrichten und die Zakat entrichten. Also es ist ganz interessant, dass bei der Auflistung, was ist ein guter Mensch, kommt zuerst der Iman, und das Teilen. Und zwar nicht das Pflichtteilen. Was ist das Pflichtteilen? Das wäre Zakat. Das kommt erst. Jetzt kommt das Salat und erst nachher kommt Zakat. Also dadurch, dass da Zakat nochmal speziell erwähnt wird, wissen wir oder erkennen wir, dass all das, was vorher war, ist ein freiwilliges Geld. Das ist nicht das, was ich muss. Das, was ich muss, ist das Minimum und das ist Zakat. Also zuerst muss ich mehr als das Minimum machen. Wieso muss ich zuerst als Minimum machen? Zuerst mehr als Minimum? Weil wenn man Muslim ist, wenn man ein Guter ist, macht man das sowieso. Das ist eigentlich gar nicht der Rede wert.
im Prinzip, oder von dem geht man fast aus. Das andere ist erwähnenswerter. Und auch beim der Bittende kommt eigentlich relativ spät bei der Auflistung von den Leuten, wo man etwas gibt. Wieso kommt der spät? Wieso kommt der nicht zuerst? Weil wenn wir wirklich so gute Menschen wären, dann würde es ganz wenig Bittende geben. Wenn wir den Menschen geben würden, bevor sie bitten müssen, dann gäbe es eigentlich ganz wenig Bittende. Wegen dem kann man sich dann da erlauben, bei so einer Liste die auch ganz hinten zu nennen. Weil die sollte es eigentlich gar nicht geben. In der islamischen Gemeinschaft sollte es keine Bittende geben, weil wir eigentlich vorher schon müssen sie erkannt haben und ihnen vorher schon geholfen haben. Auf die eine oder auf die andere Art. Und helfen heisst nicht immer Geld geben, das kann irgendetwas sein. Man kann helfen, eben sei es die kleinste Sadaka, ist ja schon das Lächeln, aber man kann jemandem helfen, indem man Geld gibt, man kann jemandem helfen, indem man ihm, mit ihm Wissen teilt. Du weißt etwas, was er nicht weiss und er hat riesige Sorgen, weil er nicht weiss, wie er etwas erreichen kann, aber du kannst es ihm sagen. Man kann teilen oder helfen, indem man seine Zeit gibt. Der andere sagt, ich sollte dort nicht hingehen, aber ich kann das nicht allein machen, ich weiss nicht wie und so. Und du sagst, okay, ich komme mit. Aber eigentlich hast du gar keine Zeit. Und Zeit ist dir kostbar, du hast Zeit gern, du hast eigentlich gar keine Zeit zum Verschenken und trotzdem nimmst du die Zeit und gehst und hilfst ihm. Und das ist eigentlich das, was gut sein ist. Und heute gibt es so in den muslimischen Ländern so eine Zweiteilung. Es gibt die einen, die sind eben gut im Sinne von, die dann eben helfen und dass die selber Sachen machen. Aber wir Muslimen haben immer das Gefühl, ja, ein guter Mensch, also ein guter Muslim ist der, also der macht Salat und der fastet und zahlt seinen Zakat und geht auf Touch und so viel. Und wenn wir uns vorstellen, was ist ein guter Muslim, dann zählen wir die selber Sachen auf. Der Mann hat einen langen Bart und die Frau hat einen Hijab an und das sind gute Menschen. Und dann gibt es wieder die anderen, die sagen, nein, gut heisst, ich helfe dem und dem und ich mache das und das. Und weil ich all das machen muss, ist es nicht so wichtig, ob ich einen Hijab habe oder ob ich einen Bart habe oder ob ich Salam mache. Und die zwei Gruppen sind teilweise sogar richtig miteinander verfeindet. Dass die einen eben den anderen vorwerfen, eigentlich bist du gar nicht gut. Und die anderen den anderen. Aber das Wichtige ist eigentlich, gut ist der, der beides macht. Wegen dem fängt es eben auch mit dem Iman an, weil nur wenn du Iman hast, kannst du beides machen. Und wir haben letztes Mal schon gesagt, dass in der Surat al-Asr, dass etwas allein lange nicht, also nur Iman haben lange nicht, dass ich errettet werde. Oder dass ich eben nicht mehr im Verlust bin, sondern ich muss mehr machen, ich muss vier Sachen machen. Also ich muss zuerst Iman haben, dann muss ich machen, Salih Amel machen. Also ich muss etwas machen und ich muss die Wahrheit weiter erzählen, meinen Kollegen das Recht empfehlen, Geduld weiterempfehlen, Standhaftigkeit weiterempfehlen. All die vier Sachen müssen miteinander sein. Wenn ich nur eins mache, lange es nicht. Dann bin ich nur ein Viertel Muslim, aber kein Ganzer. Und genau da auch. Nur wenn ich beide Arten, also wenn ich das Soziale gut sie mit dem Spirituellen gut sie verbinde, habe ich eigentlich wirklich das Gutsein erreicht. Und die Basis von dem ist einfach der Iman. Weil der mir eigentlich den Hauptgrund dafür gibt, den Iman an Allah überhaupt gut zu ziehen. Und den Iman an Allah brauche ich natürlich auch, weil nur dann weiß ich, wo muss ich meine Definition vom Gutsein überhaupt herholen. Weil wenn ich keinen Iman an Allah habe, dann werde ich nicht den Koran lesen. Wenn ich den Koran nicht lese, dann weiß ich nicht, was Allah von mir will. Dann lese ich irgendeine andere Anleitung für Gutsein und die ist dann vielleicht falsch. Also, damit ich die richtige Anleitung kann, ist es eben wichtig, dass ich zuerst Iman haben. Iman an Allah und Iman an das jüngste Gericht, weil das jüngste Gericht nicht nur die zweite Motivation ist, sondern eben am Schluss uns ja auch, eben wir werden dann gefragt, du hast Zeit gehabt, aber warum hast du sie nicht gegeben? Du hast Geld gehabt, warum hast du sie nicht gegeben? Du hast so viele Weisen um dich herum gehabt, du hast keinem einzigen von dem geholfen. Und. Also, die zwei Sachen sind die Treiber, warum man gut sein soll. Weil am Schluss werden wir genau über das auch abgefragt. Und wie man zu diesen Leuten oder gut sein soll, oder wie das gut sein überhaupt sich definiert, erfahren wir aus der Botschaft. Und deshalb brauche ich Iman an die Engel, an die Bücher und an die Propheten. Und dann erfahre ich aus dem Buch, wo uns der Prophet Mohammed näher gebracht hat, sallallahu alaihi wasallam, dass ich gehen muss.
zuerst muss ich geben, so freiwillig, nicht die Pflicht geben. Also ich gebe freiwillig, und zwar auch dort fange ich wieder an bei den Verwandten, bei denen, die mir nahe sind. Und es steht nirgends, dass die Not haben. Also vielleicht einfach das Normale schenken. Gehört im Prinzip auch schon dazu, zum Gutsein. Mal aufmerksam sein, mal irgendetwas bringen. Oder eben auch das Erkennen. Das ist jetzt mein nahe Verwandter. Und ich erkenne nicht einmal, dass er etwas braucht. Ich schicke viel Geld nach Somalia, ich sage jetzt einfach das Land, oder nach Gaza. Aber meine eigenen Verwandten brauchen das auch. Also ich muss zuerst in die Nähe und nachher in die Ferne. Also ich muss zuerst mal schauen, das, was um mich herum ist. Das heisst einfach nicht, dass ich die weit weg sind, dann ganz außer Acht lasse. Aber in der Reihenfolge, die Allah es gibt, sind die Nähe, also die Verwandten an erster Stelle. Und dann kommen schon die Weisen. Die Weisen, die Bedürftigen, die in Not geratenen Reisenden, die Bittenden und die Unfreien oder die, die irgendwelche Fesseln haben, die sie erdrücken. Und dann kommt das Ritual, das Verrichten des rituellen Gebets und das Entrichten der Saka. Und das Nächste, und auch das ist etwas, wo die Muslime heute viel zu wenig praktizieren. Das Einhalten ihrer Verträge, wenn sie solche abschließen. Was heißt das? Das heißt natürlich nicht unbedingt, ich habe einen schriftlichen Kaufvertrag, ich habe ein Auto gekauft und habe abgemacht, ich muss 5'000 oder 50'000 Franken zahlen, ich zahle das. Sondern ein Vertrag ist jede Art von Abmachung, also auch eine mündliche Abmachung. Also wenn ich sage, ich komme morgen am 5 Uhr zu dir, dann muss ich morgen am 5 Uhr dort sein. Und bin ich es nicht, dann habe ich meinen Vertrag gebrochen, dann bin ich kein guter Mensch. Nach islamisch gesehen. Aber heute in der islamischen Welt ist, also wenn du sagst, inshallah komme ich morgen, aber du kommst oder kommst nicht. Also, das Problem, das wir heute haben, ist, dass sich die Menschen auf eins oder auf ein paar von diesen Sachen konzentrieren. Ihren Fokus auf gewisse Sachen festlegen, wo sie gut sein wollen, und nicht auf alles. Und wenn wir jetzt überlegen, wie wir auf das ganze Thema gekommen sind, wir haben gesagt, in Surat al-Baqarah geht es um was? Wer kann man das noch sagen? Was ist die grosse Diskussion in Surat al-Baqarah? Die Unterscheidung zwischen Kafir und Nachwuchs. Genau. Und haben wir gesagt, Kafir und Mu'min sind eigentlich ziemlich klar. Es geht hauptsächlich um die Beschreibung vom Nachwuchs, also vom Heuchler. Und das ist eine Eigenschaft vom Heuchler, dass er sich eigentlich nur auf bestimmte Sachen konzentrieren, die dann aber bis zur Perfektion macht, aber andere Sachen dann einfach total nicht macht. Warum dann auch immer, das ist natürlich auch wesentlich, aber Iman haben oder was Allah von uns erwartet ist, dass wir eben das ganze Paket erfüllen. Allah definiert, gut sie heisst, das, das und das und das, und mit dem haben wir Sachen, die sozial sind, und Sachen, die spirituell sind, aber beides zusammen. Hat er mich aufgegeben? Das haben wir gesagt, eigentlich nicht, nein. Eigentlich nicht, aber... Also weil, wenn er Iman hat... Dass sie haben. Wie? Es gibt ja solche, die davon ausgehen, dass sie Iman haben. Ja, aber Allah wird sie irgendwie so prüfen, dass es dann rauskommen wird. Oder spätestens... Also Allah weiss immer, wer was warum macht. Und vielleicht wissen wir es tief im Inneren selber auch. Aber sie sind nicht ehrlich zu uns. Ja. Und ein bisschen tut Allah hier das auch hier beschreiben. Also im Prinzip, wenn wir uns auf bestimmte Sachen mehr konzentrieren und gewisse Sachen sagen, ja, das ist nicht so wichtig, ist das schon wie ein Zeichen, dass wir vielleicht nicht unbedingt Munafiq sind, aber irgendwo näher bei denen sind, als bei denen, wo wir können sagen, das sind die Richtigen. Und wenn wir jetzt ganz Schluss von der Aya anschauen, also ich meine, dies sind die wirklichen Mutaki. Was heisst Mutaki? Das ist, Mutaki kommt ja vom Wort Taqwa. Das sind die, die Taqwa haben. Was ist Taqwa? Taqwa ist die Nähe zu Allah. Also nur die, die das gesamte Paket erfüllen, sind die, die auch Allah näher kommen. Und jetzt haben wir da natürlich einen Teil ausgelassen. Also eben das Einhalten ihrer Verträge.
Das ist eine grosse Krankheit, die dort nur Muslime. Welchem Muslim kann ich schon vertrauen? Also schon beim Sagen tut das einem weh, aber ist es so. Und es ist schon so selbstverständlich, also wenn jetzt eben irgendwo Muslime etwas abmachen und es vor dem 5 Jahren, dann weiß ich, es muss gar nicht erst vor dem 6 kommen. Und ich habe mich selber auch schon verwünscht, weil wie oft bin ich am 5 da und musste warten. Ich meine, nicht hier der Unterricht, sondern also fährst du automatisch auch erst auf den 6 kommen, weil du einfach auch nicht warten willst. Aber das ist so keine Lösung. Und der Mu'min, oder eben der Muslim oder der wahrhaftig Gute ist der, der zu seinem Wort steht. Also wenn ich gesagt habe, ich bin am 5 da, bin ich am 5 da. Wenn ich gesagt habe, ich mache das, dann mache ich das. Und da kommen wir zu einem anderen Problem. Vielmals werden wir gefragt, oh, kannst du nicht das und das machen? Und da können wir nicht Nein sagen. Dann sagen wir Ja. Aber machen wir es auch nicht. Wir wissen eigentlich schon beim Ja sagen, aber eigentlich habe ich gar keine Zeit. Und dann denkst du, ja, vielleicht schaffe ich es ja doch noch irgendwo. Aber wenn ich Ja gesagt habe, dann muss ich es machen. Weil da bin ich in Vertrag eingegangen und als ein guter Mensch, gemäß Islam, bin ich dann auch verpflichtet, das umzusetzen. Also wenn ich weiss, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich das umsetze, eher klein ist, dann muss ich eher Nein sagen. Aber wenn es für einen guten Zweck ist, manchmal müssen wir lernen, Nein zu sagen. Weil die Alternative ist, wir sagen Ja, aber machen es nicht, dann haben wir eigentlich gelogen. Und dann sind wir eigentlich vom Ziel, nämlich ein guter Mensch zu sein, schon wieder haben wir uns entfernt von dem Ziel, anstatt dass wir auf das Ziel zugegangen sind. Gut, Heiligung oder Snack? Ja, aber machst du das jedes Mal? Also, wenn ich es wirklich einhalte, ja. Ja, wenn es dir bewusst, wenn es dir bewusst wird, ja. Ja, genau. Ja, wenn es dir bewusst wird und wenn es dir nicht bewusst ist. Nein, es passiert so schnell, man sagt schnell mal, ja. Und übrigens, Vertrag ist dann ein Vertrag, wenn beide Seiten klar verstanden haben, was überhaupt gemeint ist. Das ist wichtig. Also, wenn ich etwas abmache, muss ich klare Wörter benutzen. Ich muss klar sagen, schau, also Verkauf ist immer ein gutes Beispiel. Also, du verkaufst genau das Auto, für das wollte ich 15'000 Franken. Aber wenn ich jetzt sage, kommst du morgen zum DERS? Und dann sagt er, ja, inshallah, oder ich schaue mal, inshallah. Was heisst das? Das kommt er oder kommt er nicht? Der hat gemeint, ich komme nicht, aber wenn ich Nein sagen konnte, hat er einfach gesagt, ja, ich schaue mal. Und der andere versteht aber, er kommt und wartet. Und das, ist so, das sollte eben so nicht sein. Also wenn wir einen Vertrag machen oder etwas abmachen, dann müssen wir klar sein. Also wir müssen so reden, dass der andere das auch versteht. Also wir können schon sagen, inshallah, ich schaue mal, aber dann muss man es so formulieren, dass er auch weiss, ich habe jetzt nicht Ja gesagt. Aber wenn ich kann, also wenn ich es irgendwie einrichten kann, dann komme ich. Und sonst komme ich nicht. Also müssen wir das so betonen. Also je nachdem, wie man die Leute kennt, mit denen man redet, dann weiß man auch eher, was muss ich jetzt sagen. Aber auch um keine falschen Hoffnungen zu wecken. Also habe ich gerade heute auch mit jemandem über etwas geredet und gesagt, ich habe jetzt nichts versprochen, aber ich schaue mal. Also nicht, dass jetzt, der hat gesagt, ja, und nachher ist nichts. Also, ein weiteres Zeichen oder ein weiteres Verlangen oder was Allah von uns erwartet, damit wir das Gute erreichen, das Gutsein erreichen, vollständig ist, dass wir unsere Verträge einhalten. Und dann sind wir wieder beim Sabr, die Duldsamen. Also wir müssen geduldig sein, standhaft sein, in was für Situationen, eben in den schweren Situationen, in bitterer Armut zum Beispiel oder bei Krankheit. Oder was auch immer unsere Notsituation ist, dann geduldig sein, gehört auch zum Gutsein. Auch wenn das sonst gar niemand sieht. Also damit man als gut erkannt wird, ist es nicht nötig, dass andere auch das sehen. Und das sind eben die wahrhaftig sind. Und das sind die wirklichen Mutaki, das sind also die wirklich Taqwa und Allah näher sind. Und jetzt ist mir gerade in den Sinn gekommen, dass ich etwas eigentlich vergessen habe. Wenn wir jetzt all das machen, wenn wir gut sind, wenn wir jetzt ein guter Mensch sind, so wie Allah das definiert, für wer haben wir etwas gemacht? Für uns selbst. Für uns selber. Also wenn ich jetzt jemandem hilf, der in der Not ist,
tue ich eigentlich mir selber etwas zu gut. Eigentlich muss ich dankbar sein, dass der hatte, dass ich dem auch helfen konnte, weil nur so konnte ich überhaupt meine Pflicht erfüllen. Es wird einmal eine Zeit kommen, heisst es, also kurz vor dem Jemel Kiyama, wo die Muslime, sie werden niemanden finden, wo sie ihren Zakat geben können. Es wird mal so eine Zeit kommen. Und heute haben wir eine überflüssige Möglichkeit und geben nicht. Also wir müssen dankbar sein, dass wir Gelegenheit haben, Gutes zu machen, weil mit dem tun wir uns selber belohnen. Weil, es gibt auch einen Hadith, der Prophet Mohammed sagt, sallallahu alaihi wasallam, wenn wir etwas geben für Allah, das geht nie weg. Also Geld, das ich auf dem Weg, wie es da steht, gebe, das kommt wieder zurück. Und zwar mehrfach. Also eigentlich, wenn ich gebe, bekomme ich über. Vielleicht nicht das Gleiche, vielleicht nicht unbedingt, ich habe Geld gegeben, also bekomme ich jetzt Geld über. Aber ich bekomme mehr zurück über als das, was ich gebe. Und deshalb ist eigentlich, wenn ich jemandem etwas Gutes antue, tue ich mir eigentlich selber etwas Gutes an. Natürlich hilfe ich dem auch und der hat nachher etwas davon gehabt. Aber der Hauptprofiteur bin ich. Und das dürfen wir nicht vergessen. Also wir tun nicht jemandem etwas Gutes und dann müssen wir dann noch uns etwas darauf einbilden und sagen, jetzt ist der, das ganze Leben lang muss der jetzt irgendwie sich mir gegenüber verpflichtet fühlen oder so. Sondern nein, wir müssen eigentlich dankbar sein, dass wir jemandem helfen können. Unsere Eltern oder Großeltern vor allem erzählen immer wieder, früher haben sie ganz viel Besuch gehabt. Es war immer jemand daheim, weißt du, ein Fremder oder irgendwo, ein Reisender oder so. Und die haben immer zum Essen eingeladen und das ist immer eine grosse Ehre. Sie haben das immer sehr gerne gemacht. Und heute kommt niemand mehr, sagen sie, heute gibt es niemand mehr zum Einladen. Und mit dem Einladen meine ich nicht, also eben, dass sie sich gegenseitig besuchen, heute kommst du und morgen komme ich. Früher hat man beim Tisch ein Set mitgetischt, falls dann noch jemand kommt. Also bei meiner Mutter daheim war es so, sie erzählt, dass sie gerade immer einen mitgetischt hatte. Also, und es ist sicher irgendjemand gekommen. Und dann ist die Zeit gekommen, wo plötzlich eben niemand mehr gekommen ist. Und man bedauert das. Das können wir jetzt gar nicht so richtig verstehen, aber wenn wir das jetzt so uns bewusst geworden sind, verstehen wir es vielleicht wieder eher. Weil durchs Gehen kommt Bereket, kommt Baraka und das ist also ein Vermehren von dem, was man eigentlich hat. Also wir sehen, nur Salam machen allein macht uns noch nicht gut, aber nur Spenden oder nur halt gut sein, wie wir es heute allgemein kennen, das lange auch nicht. Es braucht wieder Kombination. Es braucht das Weltliche und das Spirituelle muss immer in einer Balance gehen. Und Allah Ta'ala hat uns auch so erschaffen. Wir sind auch beide in einem. Wir haben einen Körper, also eine fleischliche Hülle, eine irdische Hülle, wo man irgendwann stirbt und dann da also verschwinden wird oder da bleiben wird auf dieser Welt. Und wir haben eine Seele, die eigentlich ewig ist. Die nach dem Tod eben nicht stirbt, die weiterleben wird. Also der Mensch ist eigentlich schon das beste Beispiel dafür, dass das Weltliche und Spirituelle in einer ausgewogenen Balance muss sein. Weil wir sind auch beides, also müssen wir auch beides machen. Und gut sind wir dann, wenn wir eben beide Sachen berücksichtigen. Ja. Gibt es dazu Fragen oder Bemerkungen? Sadek, du schaust so. Nein, ich bin einfach am Denken. Genauso nachdenklich schaust du da rein. Also jetzt haben wir eine Antwort für all die, die sagen, aber ich tue ja schon das und das, mache lange und das nicht. Ja.
Und nicht nur, eben, dass es nicht lange eben nur gewisse Sachen macht, aber auch die Erkenntnis, wenn ich nur gewisse Sachen mache, also mich auf gewisse Sachen konzentriere und andere eben auch auf die Zeit tun, habe ich eigentlich eine Eigenschaft eines Monaphogs angenommen. Gut, wir müssen jetzt akzeptieren, dass das wichtig ist. Aber wenn man nicht dazu kommt, also ich werde das jetzt herausladen, jetzt eben der gute Daten. Ja, aber schau mal. Dazu kommen. Es wird ja Zeit für uns geschaffen, wenn wir vor allem etwas machen. Ja. Aber es sind so viele Sachen gewesen. Und eben, das bedingt aber auch, dass wir mit unserer Umwelt interagieren. Mhm. Also, es gibt ganz sicher Möglichkeiten in deiner Umwelt. Ganz sicher. Mhm. Aber wir müssen wollen helfen, wir müssen wollen teilen. Und dann gibt sich auch die Gelegenheit. Aber wenn wir das nicht wollen, weil wir eben greedy sind. Was heißt greedy? So nicht gierig. Ja. Was heißt greedy auf Deutsch? Also, ich bin. Das Gegenteil, geizig. Ich bin geizig, ich will gar nicht geben. Mhm. Dann werde ich auch all die Gelegenheiten, die ich habe oder die ich sehe, werde ich gar nicht sehen, mhm. weil ich sie gar nicht sehen will. Nein, aber eben. Das gehört zum Alltag. Und allein schon, das Erste, oder wegen dem kommt das vielleicht auch ganz am Anfang, zu wem sollst du gut sein, mit wem sollst du teilen? Mit den Nächsten. Mit den Nächsten. Die sind ja schon nahe. Also kannst du nicht sagen, ich finde die nicht. Mhm. Jo. Gut, in dem Fall. Nimm leid, alle Fatia. Allah, sallallahu alaihi wa sallam.